Wenn EA das beliebteste Need for Speed zurückholt und obendrauf auch StarCraft ein Revival feiert, dann seid ihr nicht durch eine Zeitschleife 10 Jahre in die Vergangenheit gereist, sondern auf Besuch in der PC Games Gerüchteküche. Hier servieren wir euch jede Woche das neueste Gerede der Gaming-Branche und schauen, ist da wirklich was durchgesickert? Ist das mit Vorsicht zu genießen oder labert da jemand einfach nur Stuss? Lasst uns gerne ein Abo da, so seid ihr auch nächste Woche Dienstag direkt wieder mit dabei. Startet die Motoren. Es geht zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit, in der man damals noch von der Schule heimgekommen, den Ranzen in die Ecke gepfeffert hat und am Computer oder der Konsole krasse Rennen gefahren ist. Und zwar in Need for Speed Most Wanted. Und genau das will EA euch wohl bald wieder erleben lassen. Most Wanted kam 2005, also vor mittlerweile 18 Jahren, auf den Markt und hat richtig abgeräumt. Nach dem Erfolg mit Underground stellte Most Wanted alles in den Schatten und ist bis heute der erfolgreichste Serienteil. Schon 2012 hat man Most Wanted dann wieder ausgegraben, leider hatte das Spiel aber wenig mit dem 2005er Ableger zu tun, da hat man nur den großen Namen dran geklatscht. Jetzt sieht das wohl anders aus, denn ja, EA kramt Most Wanted wieder aus, geht diesmal aber wohl wirklich back to the roots. Die Info stammt von der Schauspielerin Simone Bailey und wer Most Wanted damals gespielt hat, dürfte sie vielleicht erkennen. Sie spielte damals nämlich die Partnerin vom Polizeiendgegner Cross in den, ja, sehr fremdschämigen Zwischensequenzen. Sowohl auf Twitter als auch auf Instagram schrieb sie jetzt ganz offen, Need for Speed Most Wanted Remake kommt 2024. Liked, wenn ihr Cross und seinen Partner wiedersehen wollt. Und offensichtlich ist da wohl richtig was schiefgegangen. Denn dieses Posting liest sich halt wie so ein klassisches Werbeposting mit dem typischen Marketing-Sprech. Mittlerweile ist es auch wieder von allen Plattformen verschwunden. Und das riecht schon sehr danach, dass dieses Posting bereits weit im Vorfeld vorbereitet wurde, was auch eine ganz normale Praxis für solche gleichzeitig startenden Werbekampagnen ist. Nur leider hat die Dame hier aber wohl gepennt und das Posting aufs falsche Datum getimt und musste es jetzt hastig wieder überall weglöschen. Dementsprechend gehen wir hier also durchaus davon aus, dass an einer Rückkehr von Most Wanted was Wahres dran ist, was EA noch nicht öffentlich haben wollte. Wer nicht so auf Rennspiele steht, sondern eher auf die gute alte Strategie, der wird diese Woche auch mit einer frohen Botschaft belohnt. Denn entgegen aller Unkenrufe ist die legendäre StarCraft-Reihe nicht tot, sondern quicklebendig. StarCraft kam Ende der 90er raus und ging als eines der erfolgreichsten Echtzeitstrategiespiele in die Geschichte ein. Gerade in Südkorea war der Hype gigantisch und der Multiplayer wurde zum Volkssport mit Fernsehübertragungen und allem. In den 2010ern kam Blizzard dann mit StarCraft 2 um die Ecke, dessen Kampagne sie in drei separate Spiele aufgeteilt haben. Seitdem ist es still um die Serie. Zwar konnte StarCraft 2 durchaus überzeugen, so ein Hype wie in den 90ern konnten sie aber nicht auslösen. Dafür war die Stellung der Echtzeitstrategie schon zu stark angeschlagen und so wendete sich Blizzard immer weiter vom Genre ab. Nach dem vergeigten Versuch, Warcraft 3 wieder aufleben zu lassen, wurde das interne Strategieteam sogar angeblich auch aufgelöst. Im Zuge der Übernahme von Activision durch Microsoft kamen jetzt aber wieder Hoffnungen auf, dass Microsoft eventuell die alten Marken wieder aufleben lässt. Das ist aber angeblich gar nicht nötig. An dieser Stelle kommt der Insider Jess Corden ins Spiel. Der ist vor allem im Xbox-Kosmos gut vernetzt und startete vor kurzem auf Twitter eine kleine Fragerunde. Da kam dann auch das Thema StarCraft auf und dass Microsoft die Serie ja wiederbeleben müsse. Und daraufhin antwortete Jess Corden ganz kurz, dass das ja gar nicht nötig sei. Darauf angesprochen, bekräftigte er, dass StarCraft 3 in Entwicklung wäre. Die Tweets sind mittlerweile alle gelöscht und das erweckt schon den Anschein, dass er hier was gesagt hat, was er nicht hätte sagen dürfen, vor allem, weil er gerüchteweise auch ein bisschen angetrunken war bei diesem Ask Me Anything. Nichtsdestotrotz ist das hier nur eine Aussage eines Insiders und nichts Handfestes. Genießt diese Aussage deswegen mit einer guten Portion Vorsicht. Das Jahr 2023 wäre ja kein vollständiges Jahr, wenn es nicht auch noch ein neues Call of Duty geben würde. Tatsächlich stand das ja Ende letzten Jahres sogar noch auf der Kippe und eine mögliche Auszeit für die Reihe war im Gespräch. Aber nein, Activision ist unerbittlich und so dürfen wir dieses Jahr gerüchteweise Modern Warfare 3 willkommen heißen. Das ist jetzt wohl in die erste interne Alpha gestartet, berichtet zumindest der Shooter-Insider Tom Henderson. Er schreibt, dass die Alpha unter dem Projekt Hailstorm läuft und prompt tauchten auch erste Bilder im Netz mit diesem Codenamen auf.
Obendrauf gibt es auch Gerüchte über die Rückkehr eines beliebten Spielmodus aus Call of Duty World War II. Genauer gesagt geht es um den War-Modus, in dem das Angreiferteam bestimmte Aufgaben erledigen muss und die Verteidiger das verhindern sollen. In diesem Modus wurde damals sogar der Kill-Death-Ratio-Zähler ausgeschaltet, damit man sich auch wirklich auf das Objective konzentrieren kann. Die Schwemme an Infos deutet auf eine baldige Enthüllung hin. Laut Insidern ist die für Anfang August geplant, mit einem Release Anfang November. Bis dahin ist das aber natürlich nur Hörensagen, genießt es also mit einer guten Portion Vorsicht. Wir bleiben noch bei Call of Duty, denn auch 2024 werden wir einen neuen Ableger der Serie sehen. Im Entwicklungszyklus ist dann wohl wieder Treyarch dran, die offenbar weiter an ihrer Black Ops-Serie arbeiten. Die haben sie ja schon 2009 aus der Taufe gehoben und mit Black Ops Cold War ist mittlerweile auch schon der 5. Serienteil erschienen. Aber Treyarch ist noch nicht fertig und gibt weiter Gas. Bereits Anfang des Jahres leakten einige Screenshots zu diesem Call of Duty 2024 im Zuge der Alpha-Version von Warzone Mobile. Darin sah man modernes Militär, unter anderem einen Lockheed F-117 Nighthawk Tarnkappenbomber. Der spielte im Golfkrieg Anfang der 90er eine sehr wichtige Rolle, weswegen eben dieses Szenario vermutet wird. Öl ins Feuer gießt jetzt der Schauspieler Luke Charles Stafford. Der wurde von Activision für eine Hauptrolle in einem kommenden Call of Duty gecastet. Sein Charakter soll den Namen Radcliffe tragen. Und das ist eine direkte Anspielung auf Major Peter Radcliffe, einen Soldaten der British Army, der sich vor allem im, Überraschung, Golfkrieg einen Namen gemacht hat. Was die Gerüchte natürlich weiter untermauert, dass Call of Duty 2024 den Golfkrieg als Setting gewählt hat. Da das hier vom Schauspieler für diesen Charakter selbst kommt und er das Posting auch mittlerweile wieder gelöscht hat, ist das ein recht eindeutiger Leak. Weiter geht's zu Sony. Die PlayStation-Nasen schlafen ja nicht, vor allem jetzt, wo Microsofts Activision-Deal so gut wie durch ist. Und deswegen wurden jetzt wohl die Weichen gestellt, dass die Konsolensparte eine dicke Finanzspritze bekommt. PlayStation konnte sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Grundpfeiler für Sony entwickeln, denn wo Smartphones, Filme und TV stagnieren und sogar einbrechen, fährt die Spielesparte immer neue Rekorde ein. Damit das so bleibt und man vor der Konkurrenz gewappnet ist, wird die PlayStation-Sparte jetzt vom Mutterkonzern mit ordentlich Kohle ausgestattet. Das schreibt zumindest das japanische Nachrichtenmagazin Nikkei Asia, und zwar, dass Sony ganze 40% seines Budgets für Research and Development allein in die Entwicklung der PlayStation-Sparte stecken wird. Das ist mehr als in den anderen Abteilungen des Konzerns. In Zahlen ausgedrückt sind das mal locker fast 2 Milliarden Euro. Laut den Berichten soll das Geld in das Feld der Extended Reality, also Metaverse, AR und der ganze Kram, und in die Entwicklung und Innovation bei Live-Service-Spielen fließen, denn da ist Sony tatsächlich ins Hintertreffen geraten im Vergleich mit Xbox. Team Grün hat mit Sea of Thieves, Elder Scrolls Online und, ja, man mag es kaum glauben, aber mittlerweile auch Fallout 76, ein paar teilweise sehr erfolgreiche Live-Service-Spiele im Petto. Sony will da jetzt auch rein und hat bereits 12 Projekte im Live-Service-Bereich angekündigt, in die sie fast 2/3 des gesamten Entwicklungsbudgets von PlayStation kippen. Ob das zusammen mit dem geplanten Innovationsbudget zum Erfolg führt, wird sich aber erst in den nächsten Jahren zeigen. Nikkei Asia ist eines der renommiertesten Nachrichtenmagazine Japans, beruft sich hier aber nur auf eigene Quellen bei Sony, genießt das also noch mit einer Portion Vorsicht. Wir bleiben bei Sony, denn wo wir schon bei den 12 Live-Service-Projekten waren, schauen wir uns jetzt eines davon mal genauer an. Und zwar das Projekt vom London Studio von PlayStation. Die haben in der Vergangenheit viel für die SingStar-Reihe gemacht, aber auch das Gangsterspiel The Getaway, damals für die PS2 entwickelt. Zuletzt waren sie einer der großen PSVR-Entwickler mit VR Worlds und Blood and Truth. Die stecken also überall mal ihren Zeh ins Wasser, experimentieren gern und das trifft wohl auch auf ihr neuestes Projekt zu. Das wurde letztes Jahr ganz schlicht, ohne Namen, angekündigt. Es soll ein Multiplayer-Spiel in einem Fantasy-London werden. Und das war's dann auch mit Infos. Also zumindest bis jetzt. Denn wie so oft wurde diese Ankündigung vermutlich eher gemacht, um frische Entwickler anzulocken. Denn die werden definitiv gesucht. In einer frischen Stellenanzeige sind jetzt auch ein paar neue Infos zum Projekt aufgetaucht. Der zukünftige Senior Combat Designer soll nämlich dafür sorgen, dass es eine gut ausbalancierte Auswahl an verschiedenen Helden geben soll. Er oder sie soll auch ein Skill- und Progression-System bauen, das Spieler bei der Stange hält. Erfahrungen in der Erstellung von coolen Zaubersprüchen und Nahkampf sind von Vorteil, genauso wie in der Entwicklung für Konsole und PC.
Hier haben wir also einen eindeutigen Kandidaten für Sonys große Live-Service-Offensive. Das ist durch diesen Leak, durch die Stellenanzeige klar. Ob das Ding aber einschlägt, das bleibt abzuwarten. Das letzte große Multiplayer-Spiel in dem Fantasy-London, an das wir uns nämlich erinnern können, hieß Hellgate London. Und das war jetzt nicht so die Erfolgsgeschichte. Und zum Schluss bleiben wir nochmal bei Sony, denn ja, die PlayStation-Macher wollen jetzt unbedingt auch ihren eigenen Multiplayer-Hit haben, aber ihre starke Singleplayer-Basis verlieren sie nicht aus den Augen. Und deswegen kommt jetzt wohl The Last of Us Part 2 nochmal. Der zweite Teil der gefeierten Geschichte rund um Joel und Ellie war 2020 eines der großen letzten Spiele für die PS4, bevor deren Nachfolge an den Start ging. Zwar war das Sequel durchaus umstritten, die einen lieben's, die anderen hassen's, nichtsdestotrotz wurde das Spiel zum Verkaufshit und vor allem grafisch wischt es selbst mit einigen Next-Gen-Titeln heute noch den Boden auf. Das scheint Sony aber nicht davon abzuhalten, das Spiel nochmal neu aufzulegen. Obwohl die PS4-Version auf der PS5 problemlos spielbar ist und sogar ein Performance-Update spendiert bekommen hat. Zumindest wenn man dem Komponisten von The Last of Us glaubt. Der war jetzt bei einem spanischen YouTube-Channel im Interview und im Gespräch angesprochen, dass es ja cool wäre, wenn der Komponist mit im Spiel wäre, sagt der, naja, in der neuen Version des Spiels wäre er tatsächlich als NPC mit eingebaut. Man könne zu ihm hingehen und sich verschiedene Songs wünschen, die er dann spielt. Und kurz nachdem er das gesagt hat, bricht er auch schon ab und meint, er könne jetzt nicht mehr weiterreden. Tja, und damit hat er sich wohl ganz klassisch verplappert. Offenbar ist eine neue Version von The Last of Us Part 2 in der Mache. Ob das Spiel jetzt wie das Remake vom ersten Teil nochmal komplett neu nachgebaut wird oder es am Ende doch nur eine Art Director's Cut wird, vielleicht ja mit einer PC-Version, das ist nicht klar. Trotzdem, hier hat der Komponist sich eindeutig verplappert. Und damit sind wir am Ende unseres Gerüchtemenüs für diese Woche angekommen. Habt ihr noch Hunger? Dann lasst uns ein Abo da. Den Nachschlag gibt's wie immer jede Woche Dienstag hier bei PC Games.